Wenn ihr das Video seht, startet heute Abend die Heim-EM 2024 in Deutschland mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Ich bin zu dem Zeitpunkt aktuell auf Malle. Seit gestern, seit Donnerstag bis Montag heißt, ich schaue das Eröffnungsspiel in Bierkönig. Dieses Video ist somit vorproduziert. Ziemlich genau eine Woche vor Start. Bedeutet, ich bin jetzt am Freitag, eine Woche bevor die EM beginnt. Wenn ihr das Video jetzt am Freitag also seht, bin ich am 7.6. in der Aufnahme gewesen. Und zu dem Zeitpunkt kam gerade eben die Nachricht, dass aus dem ursprünglichen vorläufigen 27-Mann-Kader wohl Alex Nübel gestrichen wird. Zumindest wird das Spiel gegen Griechenland, das Freundschaftsspiel, ob es dann auch für die EM ist, das ist zu meinem Zeitpunkt noch nicht offiziell, aber wohl, ja, die Zeichen stehen ganz klar. Wenn sich doch irgendwas anderes geändert hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Genauso wird mich auch eure Meinung zur Nominierung natürlich interessieren. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, welcher Spieler fehlt, welcher ist völlig zu Recht nominiert und vor allem auch bitte alle jetzt in die Tasten hauen, wo endet Deutschland? Die Heim-EM 2024 im Finale, im Halbfinale, vielleicht sogar das Gruppenaus, meine Prediction, und ich habe das passende Trikot dazu an. Deutschland wird Europameister. Und seht ihr das genauso? Dann lasst den dicken Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir die 1000 Likes auf diesem Video. Fleißig kommentieren, gerne auch für den Algorithmus. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Wir starten rein. Ich habe den VfB Stuttgart geschnappt. Alle 26, in Klammer 27 Spieler dorthin transferiert. Und das große Ziel ist, dass wir mit Nagelsmann und der DFB-Nationalmannschaft natürlich die Champions League gewinnen. Angekommen also in der Karriere beim VfB Stuttgart. Warum nicht? Das Überraschungsteam schlechthin. Wir haben hier direkt mal als eine standardisierte Taktikvorlage, die Mannschaft, die wahrscheinlich zumindest gemessen an den Aufstellungen in den letzten Freundschaftsspielen, die ist, die Julian Nagelsmann in die Heim-EM schicken wird. Mit Manuel Neuer, und das ist garantiert als Nummer 1. Mit der Binde, dann haben wir Kimmich als Rechtsverteidiger, Mittelstädt links, wir haben Rüdiger mit Tah in der Mitte, wir haben davor Andrich, Gündogan und auch Groß. Groß wahrscheinlich eher ein bisschen defensiver, mehr oder weniger neben Andrich, während Gündogan ja so ein bisschen offensiv ist. Der dann Musiala und oder Wirtz füttert und die dann im besten Fall Kai Havertz. Allerdings werde ich einige Änderungen vornehmen und habe deshalb eine andere Taktikvorlage erstellt und hat Ter Stegen im Tor. Eure Meinung dazu super gerne auch in die Kommentare, genauso wie eure Wunschaufstellung. Ter Stegen ist besser, ist jünger und für mich aktuell auch der, der es eigentlich mehr verdient hätte. Ich gehe aber auch mit Kimmich. Ich gehe mit Raum anstelle von Mittelstädt. Da ist es für mich aber so ein 50-50-Ding. Ähnlich bei Schlotterbeck und Tah, weil Schlotterbeck zuletzt auch wirklich der einzige Hoffnungsschimmer war im Spiel gegen Griechenland. Zudem jünger, gleiches Rating wie Tah und deutlich besseres Potenzial. Andrich bleibt, genauso Gündogan und auch Groß, Wirtz und Musiala auch. Allerdings spiele ich dann vorne mit Leroy Sané und das als Mittelstürmer. Und der Junge kann das. Geht sogar im Rating, wenn alles gut läuft, auf plus 1. Und so haben wir, glaube ich, einen perfekten Mix aus Spielern, die es verdient haben, aber eben auch Spieler, die vielleicht nicht zwingend Stamm spielen, aber aufgrund besserem Rating gegenüber anderen potenziellen Stammspielern hier bei mir gesetzt sind. Draußen dann Füllkrug, Havertz, Müller, Groß, wir haben Neuer, Henrichs und auch Tah. Wir haben aber natürlich auch noch Spieler wie Baumann, Koch, Undav, Anton, Pavlovic, Bayer, Führich und Mittelstädt. Und im Intro hatte ich ganz kurz angesprochen, dass vermutlich Alexander Nübel aus dem Kader gestrichen wird. Mittlerweile sind bei mir 2 Tage vergangen. Das letzte Freundschaftsspiel liegt also auch 2 Tage hinter uns und es ist mittlerweile offiziell und auch bekannt, dass es tatsächlich so ist. Nicht nur ein Gerücht, sondern Alex Nübel ist nicht der 4. Torhüter und dementsprechend steht abzüglich von Nübel dann der 26-Mann-Kader. Ich habe nach dem Intro nämlich nicht weiter aufgenommen und dementsprechend Alexander Nübel verliehen an den VfB Stuttgart. Das passt ja ganz gut. Wir werden die Leihe somit beenden und links oben seht ihr dann also die Kadergröße. 26 mit 3 Torhütern. Wir haben 2 Linksverteidiger. Wir haben insgesamt hier einige Innenverteidiger. 5 an der Zahl. Henrichs als einzigen Rechtsverteidiger. Da muss man schauen, ob das dann vielleicht reicht. Aber gut, Kimmich kommt ja da dann noch mit dazu, potenziell aber eher eigentlich Sechser. Wo aber Andrich wahrscheinlich spielt, Pavlovic wäre deren Backup, dann haben wir ja noch Führich. Wir haben Groß, Gündogan mit der Binde, zumindest bei mir, weil Ter Stegen eben Neuer ersetzt und somit auch ein anderer Kapitän gebraucht wird. Wir haben Pascal Groß, wir haben Thomas Müller, einer, den man eigentlich im Mannschaftsgefühl gebraucht. Vor allem ist es irgendwie auch so ein perfekter Mix aus Routine. Genauso Groß ist 32, Gündogan 32, Groß hier 33. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Kai Havertz, dann aber Florian Wirtz und Jamal Musiala, die 2 Hoffnungsträger schlecht hin, beide 20, beide Status, hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Sané geplant als Stürmer, wir haben Füllkrug, wir haben Undav und natürlich noch Maxi Bayer, der sich das verdient hat. Aufopferungsvoll gegen die Ukraine, leider Gottes nicht belohnt mit einem Tor, auch wenn er sich definitiv verdient gehabt hätte. Ziel also in dieser Sprint to Glory ist natürlich die Champions League zu gewinnen. Julian Nagelsmann, optisch passt zwar nicht, aber der Name ist das Einzige, was zählt. Wir haben logischerweise die Bundesliga und das Ziel im ersten Jahr unter den ersten 4 Teams zu landen, denn ich habe uns in keinen europäischen Wettbewerb gebracht. Auch wenn der VfB jetzt dann in der neuen Saison international spielt und das sogar in der Champions League, will ich mir oder uns das erst selbst erarbeiten. Dementsprechend ist die Champions League das Ziel und klar ist dann Top 4 in der Bundesliga. Und cool wäre es auch, wenn wir im Pokal weit kommen. Runde 1 als Bundesligist überspringen wir, aber ich würde schon sagen, hey, wir sind die deutsche Nationalmannschaft und nicht zu Unrecht automatisch auch ein Favorit auf Titelgewinner. National und hoffentlich dann auch spätestens im zweiten Jahr oder vielmehr frühestens im zweiten Jahr international. Alle auslaufenden Spielerverträge lang
langfristig verlängert. Ich rechne mit 2 Jahren Minimum und zugleich auch Maximum. Denn wir haben natürlich dann auch gerade so ein paar Spieler, die nicht mehr ganz so jung sind und auch nicht jünger werden. Und dann muss man halt natürlich schauen, ob man das irgendwie in den eigenen Reihen ersetzt bekommt. Wir schauen einfach mal. Ich hab Bock. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und wenn ihr nicht schon nach dem Intro diesem Video einen Daumen nach oben dagelassen habt, dann macht es jetzt für die Heim-EM, für den hoffentlichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft, dass wir so weit wie nur möglich kommen und zusammen dieses Heimturnier definitiv genießen. Ein gutes, solides erstes Jahr, dass wir auf Platz 2 beenden, knapp hinter dem BVB. Wobei, was heißt knapp? 6 Punkte Rückstand also auf die Borussia, 1 Punkt Vorsprung auf Leipzig und sogar 5 auf Leverkusen, 8 auf die Bayern, die mit Platz 5 nächstes Jahr also nicht international spielen, zumindest nicht in der höchsten internationalen Spielklasse. Das heißt also Champions League für Leverkusen, Leipzig, Stuttgart und den BVB. Der DFB-Pokal geht an die Bayern, bringt denen nur nichts. St. Pauli, dort der Gegner dann im Finale. Wir hatten ja zum Auftakt noch ein 2-0 in Freiburg, um dann schon gegen Leipzig zu verlieren. Ja, St. Pauli, Hut ab, Chapeau, richtig gut gemacht. Aber die Bayern, Platz 5, qualifiziert sich damit automatisch für die Europa League. Und wenn sie die Champions League nicht gewonnen haben, was nicht der Fall ist, da war Endstation schon recht früh. Hier, gegen Milan, dann spielt Bayern nächstes Jahr nur in der Europa League, aber auch da gehört natürlich fairerweise zur Wahrheit, dass wir eben die meisten Spieler der Bayern bei uns im Kader haben. Hat alles nichts gebracht, ihr seht das links oben. Wir sind kurz vor der Entlassung, wir müssen echt gucken, wie wir das ganze Thema hier jetzt gehandelt bekommen. Wir müssen auch schauen, ob wir die Mannschaft gegebenenfalls in einer anderen Formation aufstellen. Sané hat einen Wechsel gefordert, spielt warum auch immer nie, das hat der Co-Trainer halt mal wieder so angewiesen. Vielleicht macht's Kai Havertz, wir schauen dann gleich zum Abschluss noch auf die Statistik, aber ich bin am überlegen, ob wir aufs 4-2-2-2 stellen, dann vielleicht mit Gündogan und Kimmich auf der 6, Musiala wird's unverändert auf der 10 und Sané und Havertz als Doppelspitze, MS in Anführungszeichen. Ja, und dann eben vielleicht hinten rechts Benny Henrichs. Da müssen wir dann einfach mal noch schauen, wie wir das machen. Eine Dreierkette könnte ich mir halt auch vorstellen. Da müssen wir aber schauen, inwieweit das dann funktionieren könnte. Aber die Mannschaft sieht solide aus. Also, wie gesagt, wir haben auch einen Jugendspieler verpflichtet, um das Manager-Rating irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ihr seht's, leider ohne Erfolg. Manuel Neuer kommt auf 8-1 Sätze, darunter ein Spiel ohne Gegentor. Ja, Ter Stegen hat gespielt, 25 Mal mit 2 Torvorlagen und 2 Spielen zu 0. Die meisten Vorlagen hier, Florian Wirtz 8 an der Zahl, Havertz mit 7. Ja gut, der hat absolut abgeliefert, bringt tatsächlich eine Quote von über 1,0, was Goals und Assists pro Spiel antrifft, denn da haben wir 32 Tore und Assists, also direkte Torbeteiligung in 31 Einsätzen. Florian Wirtz kommt da auf 20, Müller auch recht häufig gespielt, Musiala gleich oft wie ein Müller mit nur 10 Topvorlagen, also was hier Topvorlagen, ich meine natürlich Tore und Vorlagen, wo Müller auf 16 kommt, das ist alles nicht schlecht, versteht mich da nicht falsch, aber Musiala hat eben hier 9 Ratingpunkte mehr als Thomas Müller, keine Ahnung, warum der eine Münchner deutlich vor dem anderen steht und das, obwohl eben 13 Jahre zwischen beiden liegen, aber ja, wir wollen uns nicht beschweren, das sieht okay aus, wir haben eine solide Truppe, aber ich glaube, wir werden tatsächlich, was die Formation angeht, im zweiten Jahr eine Änderung vornehmen, weil irgendwie bin ich nicht zu 100% zufrieden, das Ganze aber natürlich auch nur, wenn wir überhaupt noch Trainer bleiben vom VfB Stuttgart, in Klammer der deutschen Nationalmannschaft. Folgende Änderung, weil ich nicht weiß, wie wir es anders machen sollen. Es ist extrem schwer, weil wir halt auch kaum typische Flügelspieler haben. Im 5-2-2-1 haben wir Ter Stegen unverändert als Nummer 1, Raum und Henrichs, die beiden Leipziger, jetzt also als Außenverteidiger gesetzt, sodass Tah, Schlotterbeck und Rüdiger die Dreierkette bilden, also dann die Fünferkette mehr oder weniger komplettieren. Kimmich auf der 6, Gündogan 1 nach vorne gezogen auf der 8, Musiala wird es unverändert auf der 10 und Havertz ersetzt Leroy Sané. Das machen wir jetzt einfach mal so. Nichtsdestotrotz kann sich diese Truppe auf jeden Fall sehen lassen. Wir spielen in der Champions League, simulieren jetzt gleich mal nach vorne, um zu schauen, wer denn in unserer Gruppe wartet. Und ich denke, wer Zweiter wird in der Bundesliga, hoffentlich eine einigermaßen machbare Gruppe hat und keine totale Mördergruppe, der wird auch noch immer im Februar in der K.O.-Phase sein. Und spätestens da gehen wir dann in die Ergebnisse oder in die Schnellsimulation, je nachdem. Aber das ist Stand jetzt erstmal unsere Mannschaft. Die Auslosung ist vollbracht, der VfB Stuttgart. Ihr habt es gerade hier ganz kurz gesehen, hier auf dem Loszettel der Champions League. Was für uns bedeutet, eine richtig geile Gruppe. Dynamo Kiew, der vermeintlich schwächste Gegner, gefolgt dann vielleicht von Porto. Manchester United, ich würde sagen, auf Augenhöhe mit uns, weil die eben sehr viele Spieler haben, die man zumindest mal entwickeln kann, auch wenn es in der Realität nicht zwingend so läuft, wie das Rating denen ja dann eigentlich so ein bisschen zuspricht. Heißt, es ist eine machbare Gruppe, wie ich finde. Wir können sogar Gruppenerster werden. Ich will aber einfach nur, in Anführungszeichen, weiterkommen. Platz 1 oder Platz 2. Mehr möchte ich nicht. K.O.-Phase und dann ist sowieso alles möglich. Auch wenn es in der Liga völlig überraschend nur so lala läuft und ich glaube, das ist noch positiv erklärt. Es ist eine Katastrophe. Ja, nur Platz 10, 26 Punkte. Die Champions League ist jetzt schon 9 Punkte außer Reichweite. Die Bayern oben ohne eine einzige Niederlage. Jetzt dann
auch zuletzt gegen uns gewonnen hier mit einem 3:2. Gegen Freiburg haben wir auch verloren. Ja, es ist wirklich katastrophal. Dafür aber sind wir noch im Pokal mit dabei, treffen dort im Viertelfinale auf die Borussia aus Mönchengladbach und in der Champions League wartet ein vermeintlich einfacher Gegner mit Club Brügge. Es hätte uns definitiv deutlich schwerer treffen können. In der Gruppe ohne Niederlage mit 14 Punkten haben wir unsere Dominanz endlich mal auf den Platz gebracht. Manchester United ist Vierter. Die haben keinen einzigen Sieg. In der Gruppe mit uns, Porto und Dynamo Kiew. Was geht ab? Ihr seht's rechts, 4:0 zum Auftakt Kiew geschlagen. 3:0 im Old Trafford. 3:0 dann auch Porto und dann war es eigentlich schon fix. Spätestens dann im Estadio do Dragão haben wir 2:0 gewonnen in Porto. 1:1 Manchester United, 1:1 auch in Kiew. Oder Kiew vielmehr in Kiew, alles klar. Dynamo Kiew haben wir dann das Ding auch hier völlig souverän runtergespielt. 6 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 14:2 Tore, 14 Punkte und völlig zu Recht dann auch mit Club Brügge einen machbaren Gruppenzweiten, die aber nicht zu Unrecht da stehen. Porto trifft auf Napoli, da sind wir doch schon ganz gut bedient mit den Belgiern. Schauen wir mal, ich meine, Brügge muss es ja auch drauf haben, sonst wären sie jetzt nicht hier im Achtelfinale und das als Underdog würde ich zumindest mal behaupten. Gehen wir in die Schnellsimulation nach Brügge, es gibt ein 2:5. Nielsen, Führung, Raum, Ausgleich, Havertz, dann unsere Führung, Spiel gedreht, Gündogan macht's deutlicher, Musiala nochmal, dann aber Thiago mit dem 2:4 und David Raum, unser Linksverteidiger, heute mit einem Doppelpack und dann spätestens da mit der absoluten Vorentscheidung, mit einem souveränen Kantersieg, will ich behaupten. Ich meine, die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, wenn es die geben würde, nahezu unmöglich für Brügge, aber so müssten sie nur in Anführungszeichen 3:0 bei uns in der MHP-Arena gewinnen. Wir verlieren sogar das Rückspiel, waren aber wieder mal statistisch betrachtet so viel besser als Brügge. Allerdings bringt das nichts. Gut, vielleicht haben wir dann auch einige Gänge runtergeschaltet. Kai Havertz, 28. Minute mit der Führung. Und es war dann klar, dass Brügge 4 weitere Tore braucht, um sich überhaupt mal für die Verlängerung zu qualifizieren. Hans van Aken mit dem Ausgleich und Nielsen dann mit dem Führungstreffer. So rum. Und trotzdem ist es ein deutliches 6:4 für uns in der Gesamtwertung. Auch wenn das hier etwas beunruhigend ist. Denn gerade zu Hause habe ich eigentlich gehofft, dass wir eine Macht sind. Ich meine, wer 5:2 in Brügge gewinnt, der hat nicht mehr die ganz so hohen Pflichten fürs Rückspiel. Aber ja, ich hätte eigentlich nicht gerne verloren, bin ich ehrlich. Für uns gibt es in Sachen Rating eine weitere Änderung. Robert Andrich kommt in die Startelf, denn Gündogan hat nur noch die 82 und dementsprechend ist Andrich dann wirklich doch typischer Sechser, 1 nach hinten gezogen. Kimmich ist jetzt als die 8 umtrainiert, sage ich mal, ist dann auch plus 1 und übernimmt jetzt auch die Kapitänsbinde, ist einer unserer weniger, ja gut, wobei doch wenigen Routiniers in der Startelf. Ich denke, dazu könnte man Ter Stegen, Rüdiger, Kimmich, gut, Andrich, Tah vielleicht auch dazu zählen, mehr oder weniger. Aber Kimmich, denke ich, zu Recht mit der Binde und dementsprechend ist das jetzt hoffentlich dann auch die letzte Änderung, denn ich gehe schon davon aus, dass diese Mannschaft gerade mit einem Wirtz, mit einem Musiala, mit einem Havertz und wie sie nicht alle heißen, auf jeden Fall die Chance hat, auch ins Champions-League-Finale einzuziehen. Vor allem auch dann, wenn man sieht, welche Teams noch mit dabei sind. Ja, die Roma gegen Paris, okay, Paris vielleicht noch so richtig ernst zu nehmen. Porto trifft auf Leverkusen, wir treffen auf Monaco und Arsenal noch gegen Benfica Lissabon. Also hier die Roma vorbei an den Spurs, gut, Arsenal, Milan, das nimmt sich nicht viel. Benfica schlägt Liverpool, wir dann Brügge, klar, Leverkusen, Real, Monaco, Barca, Porto gewinnt gegen Napoli und Paris dann noch im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Also ich glaube, leichter, und das meine ich nicht despektierlich, keinem dieser Teams gegenüber kann es ehrlich gesagt nicht werden. Wir gehen jetzt ganz kurz rein. One Take. 2:1 Auswärtserfolg gegen Monaco. Musiala mit der Führung. Ismail Jakob sieht glatt rot. Dann aber Balogun mit dem Ausgleich. Und dann Kai Havertz mit dem späten Tor in Minute 84. Wir simulieren jetzt direkt im Kalender nach vorne, wenn es denn ein bisschen schneller geht, damit ihr dann auch seht, wie wir das ganze Thema sonst immer machen. Wir überspringen einfach den kompletten Monat. In Bremen gibt es ein 3:1. Und daheim gegen Monaco gibt es nochmal ein 3:0. Also endlich genau die Ergebnisse, die wir dann auch erwartet haben. Und jetzt wartet Benfica hier. Also, ey, jetzt mal Real Talk. Ich glaube, einfacher kann ein Weg ins Champions-League-Finale nicht sein. Wir hatten Brügge, wir hatten hier Monaco und wir haben jetzt Benfica Lissabon. Ja, also wir gucken noch mal hier drauf. Paris schlägt die Roma. Wir dann Monaco, Porto, Leverkusen, Benfica, Arsenal. Ja, crazy. Es wäre natürlich absolut krass, wenn es hier zum portugiesischen Finale käme zwischen Benfica und Porto. Das wollen wir aber zum einen verhindern. Und ich denke auch, dass neben uns Paris dann eigentlich tendenziell der Gegner vielleicht hoffentlich im Finale werden kann. Und auch da gehen wir jetzt direkt rein. Estadio do SL Benfica mit unserer Mannschaft in Bestbesetzung. Es gibt wieder mal 2:1. Rüdiger, Leonardo und Wirtz. Also wie gesagt, ja, die Teams sind nicht zu Unrecht im Halbfinale. Benfica, Porto, allgemein die portugiesischen Teams, bekannt für super gute Talente, absolut super Jugend.
Arbeit. Und vielleicht, ja, können sie jetzt die Lorbeeren ernten. Es gibt ein 1:0 an der Alten Försterei und hoffentlich dann gleich auch den Einzug in der MAP Arena ins große Champions League Finale. Das letzte Heimspiel in der diesjährigen Champions League Saison und der Einzug. Das Ticket ist perfekt. 3:1, Florian Wirtz trifft. Wir sind auf jeden Fall im Champions League Finale. Unser Gegner aber ist noch nicht bekannt. Ich glaube, ihr habt es vielleicht noch ganz kurz gesehen, weil man hatte noch kurz den Einspieler dann auch. Das Finale ist also mittlerweile perfekt. Aber bevor das Champions League Finale jetzt gleich für euch bekannt gemacht wird, auch hier das DFB-Pokalfinale. Dortmund hat es also geschafft. Ganz kurz unser Weg. Wir haben hier zum Auftakt gewonnen gegen Hannover, knapp im Elfmeterschießen, dann Heidenheim geschlagen, gewonnen in Gladbach, gewonnen gegen Leipzig und im Finale wartet jetzt der BVB. Und den Werdegang unseres Gegners aus Paris, der ist ja eigentlich soweit bekannt. Die gewinnen hier 4:2 gegen Porto, wir 3:1 gegen Benfica. Davor haben sie die Roma geschlagen und hier gab es einen Sieg über Dortmund. Genau, das Ganze danach Elfmeterschießen. Und in der Bundesliga haben wir uns noch auf Platz 3 hochgekämpft. Denkbar knapp, aber wir würden im nächsten Jahr wieder Champions League spielen. Die Bayern nach dem ja verkorksten ersten Jahr ohne Niederlage durchmarschiert mit 84 Punkten. Das ist schon echt crazy. Wir gehen noch ganz kurz hier in die Schnellsimulation. Olympiastadion, Dortmund trifft auf den VfB Stuttgart. Wir wappnen uns also für eine Woche später für das anstehende Champions League Finale. Angelo Stiller, Siegtorschütze in einem Spiel, wo wir eigentlich mehr davon hatten, aber es nicht auf die Anzeigetafel bringen konnten. Ist aber egal, denn die Champions League ist das Einzige, was zählt. Und das sehen wir uns jetzt. Vorher noch ganz kurz der Blick auf unsere Mannschaftsstatistik. Ter Stegen hat ausnahmslos alle Spiele gemacht, 51 an der Zahl, wieder mal 2 Torvorlagen geliefert und 22 Mal die Null gehalten. Wir haben 10 Vorlagen bei Joshua Kimmich, genauso auch 10 bei Kai Havertz. Die meisten Tore wieder Kai Havertz mit 30, 18 Musiala, 11 hier bei Wirtz, 7 und 10 bei Kimmich. Das sind 17 direkte Scorer, 19 hier bei Wirtz. Wir haben insgesamt 27 bei Musiala und 40 auch wieder bei Havertz. Der Typ ist absolut geisteskrank. Aber logischerweise im positiven Sinn. Jetzt schauen wir auf die Startelf von PSG. Wir haben Robertson, De Ligt, Marquinhos und João Cancelo vor Donnarumma. Davor haben wir dann Vitinha, Douglas Luiz und De Paul. Wir haben Barcola, Mbappé und Dembélé. Ja gut, das ist natürlich schon eine starke Mannschaft, aber verstecken brauchen wir uns nicht. Die Fünferkette ist recht ungewohnt, spiele ich aber zuletzt immer wieder öfter und von daher hoffe ich, es funktioniert im Wembley auf Ultimativ. Ich hab Bock, starten wir rein. Let's go! Und das Beste dabei ist, wir haben auch echt noch coole Spieler, die man einwechseln kann. Das ist die erste Chance für uns! Und Joshua Kimmich spielte noch eins weiter für Kai Havertz. Wenn man da vielleicht selber schon probiert, dann ist das die erste Großchance. Wir machen aber weiter. Das ist Schlotterbeck mit der hohen Balleroberung. Dann mit der Idee zu Flanke. Der Ball kommt im ersten Moment nicht an, dann aber wieder auf Wirtz. Und dann ist es Marquinhos und dann wieder Florian Wirtz, der es einfach mal selber probiert. Abgeblockt. Wir kommen aber richtig gut rein in dieses Spiel. Oh, Weltklasse, das ist gut gespielt. Und das ist Marc-André Ter Stegen mit einer absoluten Glanztat. Kylian Mbappé mit dem Geniestreich durch, auf. Ich weiß gar nicht, wer das war. Auf jeden Fall war es eine Riesenchance, die man ja natürlich eigentlich machen muss. Aber Ter Stegen ist auch noch da. Und genau deshalb ist er völlig zu Recht unsere Nummer 1. David Raum, kein Anspielpartner. Da, der macht das selber. 12. Minute, was eine Bude von David Raum. Sein 6. Tor in der laufenden Saison und auch dazu noch 5 Vorlagen beigesteuert. Der Junge hat im ersten und auch im zweiten Jahr abgeliefert, hat ja mittlerweile auch eine 85 an Gesamtrating. Keiner da, vorne Joshua Kimmich ganz klar im Abseits, dann starker linker Fuß, unhaltbar für Donnarumma. Der ist zwar nicht perfekt im Eck, aber super platziert, ja, ganz knapp neben den Pfosten gesetzt und somit kann der Italiener da nichts machen. Es ist die frühe Führung, hat sich nicht zwingend abgezeichnet, weil ja auch Paris diese erste große Chance hatte, aber wir waren schon so ein Stück weit besser im Spiel. Wir werden jetzt leider zu passiv. Paris kommt dadurch besser ins Spiel. Die Fünferkette ist natürlich extrem defensiv geprägt. Schlotterbeck kommt hier dazwischen. Das ist dann kein Foul. Er versucht spielerisch. Das könnte uns um die eigenen Ohren fliegen. Nein, nochmal Glück gehabt. Schlotterbeck diesmal auf Jamal Musiala. Barcola ist aber auch schon wieder mit dabei. Wenn, dann geht's über Konter. Und wenn, vielleicht dann hier mit Tempovorteil. Jamal Musiala legt sich den Ball aber wahrscheinlich zu weit vor. Nee, aber Matthijs de Ligt macht's dann richtig gut. Klärt allerdings auf Kosten eines Eckballs. Und wenn wir vielleicht mit solchen Standardsituation auch noch Erfolg haben und die Ecke sieht nicht übel aus, Kai Havertz in die Arme von Donnarumma, dann hätte man schon so einen wichtigen Meilenstein setzen können. Haben wir schon mit dem 1:0, aber Paris schläft nicht. Ganz im Gegenteil, die sind richtig gut im Spiel. Kimmich raus auf Florian Wirtz, der kommt mit totalem Überschuss und keiner ist für ihn zuständig. Florian Wirtz, Ball in den Rückraum. Joshua Kimmich einschussbereit, im letzten Moment aber der Verteidiger dazwischen. Kylian Mbappé jetzt beim Freistoß über die Mauer und ganz knapp am Tor vorbei. Außennetz. Also, wie gesagt, das 1:0 ist schmeichelhaft. Paris Saint-Germain ist Minimum auf Augenhöhe. Wobei, nee, das stimmt nicht. Die sind die bessere Mannschaft. Engagiert hier im Spiel, viel mehr Druck in der Offensive. Aber die Fünferkette lässt uns zwar sehr passiv wirken, bis dato aber noch ganz gut in der Defensive erscheinen. Bis auf wenige Ausnahmen. Und Ausnahmen in der Offensive, das ist, glaube ich, das passende Stichwort für uns. Leider, Benny Henrichs für Kai Havertz. Und jetzt kurz die Richtung kreuzen.
wieder zu zentral. Ja, Kai Havertz, zweimal zentral, einmal per Kopf, jetzt per Fuß. Für Donnarumma dann natürlich mit seiner Klasse absolut gar kein Problem. Aber wir bräuchten schon so eine kleine Erlösung, so ein bisschen Rückenwind in Form eines zweiten Treffers. Jamal Musiala, ja, der läuft sich jetzt hier auch fest. Das ist kein gutes Spiel. Ich habe es mir ehrlich schon deutlich besser vorgestellt. Wir wechseln und da können ja aus dem Vollen geschöpft werden. Anton kommt für Schlotterbeck, Havertz geht, Sané dafür rein, Gündogan für Andrich und es kommt noch Mittelstädt für Henrichs. Vierfachwechsel, ja, das kann sich sehen lassen. Und vielleicht jetzt einfach neue, frische Power. Paris kommt aber mit dem Freistoß. Wieder nicht ganz ungefährlich. Knapp eine gute Stunde jetzt dann gespielt. Es macht schon irgendwo Spaß. Auch mit der Fünferkette ist der Fokus schon eher auf der Defensive. Aber ja, natürlich ist das alles andere als unser Anspruch, so in der Defensive zu, ja, gedrückt zu werden vielmehr. Anton, das ist doch hier aber zuvor im Spielaufbau ein ganz klares Foul, Mbappé. Marc-André Ter Stegen, ja, da ärgere ich mich noch über das nicht gepfiffene Foul. Kommt die nächste gute Möglichkeit für die Franzosen. Xavi Simons tankt sich außen durch. Wir kommen wieder im allerletzten Moment dazwischen, aber verlieren die Kugel dann direkt wieder. Das ist Ousmane Dembélé, das ist Mbappé, das ist Gündogan und Anton auch mit vereinten Kräften. Paris macht das richtig gut, nageln uns jetzt hier förmlich fest. Wir kommen aber erneut in den Zweikampf und schaffen es dann auch spielerisch zu lösen. Und dann, genau für diese Momente, kam Leroy Sané mit seinem Tempo, um vielleicht den Ball zum einen festzumachen oder Florian Wirtz mit einzubinden. Wie in diesem Fall. Florian Wirtz hat noch immer die Kugel. Keiner ist da wirklich zuständig. Florian Wirtz, direkter Weg. Und Donnarumma. Jetzt gibt es vielleicht dann auch mal Konterchancen. Aber dann sollte man sie halt nutzen. Das war eine hundertprozentige. Jetzt Kylian Mbappé. Ausgleich. 77. Minute. Hochverdient. Ja, so fair müssen wir sein. Wir werden einmal überlaufen, weil wir einmal gerade die Chance in der Offensive hatte. Rüdiger, ja, grätscht hier ins Leere. Und dann sein neuer Nationalmannschaftskamerad, wollte ich schon sagen. Sein neuer Mannschaftskamerad bei Madrid, bei Real, trifft ins kurze Eck. Ja, bei so viel Schmackes, so platziert, kann man Ter Stegen da gar keinen Vorwurf machen. Das ist der Ausgleich und das hat sich leider abgezeichnet. Und jetzt müssen wir irgendwie hoffen, dass wir noch zu Chancen kommen. Vielleicht hier mit dem nötigen Glück. Oh, beinahe Gündogan hier mit einem richtig guten Solo. Aber ich glaube, es geht jetzt eher darum, sich irgendwie in die Verlängerung zu retten, weil Paris ganz klar schon das ganze Spiel über deutlich mehr am Drücker ist. Fehler jetzt von Kylian Mbappé. Das war ein ganz schlecht ausgeführter Freistoß, aber noch schlechter. Der Pass von Joshua Kimmich. Hier auf Florian Wirtz, es gibt gar keine Entlastung mehr. Jetzt aber mal Ilkay Gündogan, der kämpft sich da rein, holt die Kugel und vielleicht nochmal eine Chance, eine Möglichkeit für uns. Leroy Sané ganz oben jetzt dabei, Maxi Mittelstädt. Wir haben keine weiteren Möglichkeiten mehr gehabt, außer die, die ihr eben gesehen habt. Mittelstädt außen vorbei mit vollem Risiko und dann brauchen wir eine Anspielmöglichkeit und dann ist es der Pass, aber der kommt nicht so an, wie er ankommen muss. Florian Wirtz, Junge, geh doch ein, zwei Schritte nach vorne. Jetzt nochmal der Abstoß. Der Ball ist bei uns. Der Schiedsrichter pfeift ab. Glücklich. Es geht mit dem 1-1 jetzt in die Verlängerung. Gemessen am Spielverlauf muss Paris dieses Spiel eigentlich gewinnen. Aber jetzt klar, mit der Großchance kurz vor Schluss hat Paris dann auch irgendwo das Glück des Tüchtigen. Aber egal, 30 Minuten noch, mal mindestens. Vielleicht auch noch Elfmeter schießen. Gute Eröffnung jetzt von Rüdiger. Das ist auch mal mit Risiko gespielt. Leroy Sané eingeleitet von Musiala. Und dann dürfen wir uns solche Dinger nicht nehmen lassen. Donny, der Ball ist drin. 95. Minute. Dafür kam er. Der Ball kommt mit Glück durch auf Leroy Sané. Oh Gott, okay, richtig gut gespielt. Auch mal ein bisschen Glück gehabt vor Bayern Marquinhos. Da erwischen wir den brasilianischen Innenverteidiger auf dem falschen Fuß. Laufen leer vor Donnarumma. Der Abschluss, ja, auch sehr lucky, will ich jetzt einfach mal behaupten. Denn nicht wirklich stark geschossen, dafür platziert. Sané, ja, ich war mega aufgeregt. Wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe sowas von dem Druck gespürt. Platziert, gut. Vielleicht aber hält ein Donnarumma den mit ein bisschen mehr Spekulation in der Ecke an einem richtig, richtig guten Tag. Aber auch hier kein Vorwurf für Paris Nummer 1. Aber ja, es ist glücklich. Es ist mir aber völlig egal, denn die Formation liegt mir null. Ja, wirklich null. Ich brauche typische Außenspieler. Das merke ich mit Mittelstädt und mit Raum. Aber das ist halt einfach viel zu defensiv. Ist aber egal, wenn wir das Ding gewinnen. Und wir wollen es mit der Formation machen. Und dann machen wir es auch so. Wieder Paris. Oh, Riesenchance. Ter Stegen kämpft sich da durch. Jetzt leckt das Gameplay gerade so ein bisschen. Alle springen auf unsere Nummer 1. Ich glaube, Ousmane Dembélé war das. Nee, Kolo Muani, der jetzt auch nochmal zum Kopfball hochsteigt, der sich da außen durchtankt. Da waren wir wieder mal ganz schlecht auch in der Verteidigung. Jetzt Paris, extrem hoch, das seht ihr ja hier. Aber wir versuchen es natürlich spielerisch. Gelingt uns mal wieder nicht. Oh, Kimmich, ey, auch der ist heute echt eine Katastrophe. Jetzt mit einem ganz klaren taktischen Foul. Wir kommen aber nochmal mit einem blauen Auge davon. 6 Minuten zuzüglich Nachspielzeit. Jetzt noch auf der Uhr. Vielleicht kriegen wir Paris irgendwie so weit wie nur möglich weg vom eigenen 16er bei uns, um irgendwie, naja, Probleme zu vermeiden. Da ist wieder Kolo Muani, da ist jetzt Maxi Mittelstädt, den Ball hier für Jamal Musiala und dann eigentlich
endlich irgendwie in Richtung gegnerische Hälfte, denn da ist natürlich die Gefahr erstmal am geringsten. Ja, Musiala bleibt am Ball, der macht das jetzt gut. Jetzt brauchen wir den richtigen Moment, um entweder vorbeizukommen oder Sané mit zu involvieren. Wir kommen aber vorbei. Jamal, Musiala, Vorentscheidung ist es nicht. Zumindest nicht auf der Anzeigetafel, aber normalerweise könnte es das trotzdem gewesen sein, denn wir haben Eckball. Es ist jetzt die 120. Minute, die abgelaufen ist und wir haben immer noch die Kugel. Das ist Florian Wirtz, der hat eine Idee, der sieht und findet Waldemar Anton. Das war's aber. Eine Minute angezeigt und somit lassen wir nach 121 Minuten die VfB-Fans, die Fans der deutschen Nationalmannschaft jubeln, denn wir gewinnen mit Julian Nagelsmann, deutscher Nationalmannschaft, dem 26-Mann-Kader, die Champions League in erstmaliger Teilnahme. Ja, irgendwo vielleicht auch erwartungsgemäß, aber natürlich muss man erst an den ganzen Krachern vorbei, wobei wir einfach auch Losglück hatten. Ja, der erste Kracher war Paris, die haben uns vor Riesenprobleme gestellt und ansonsten war ja unser Werdegang absolut machbar mit Benfica, mit Monaco, mit Club Brügge. Also ihr wisst, wie ich es meine. Ich hoffe doch einfach mal, dass das ein gutes Omen ist. Wir laufen nach und nach aufs aufgestellte Podest. Der Champions-League-Sieger heißt Stuttgart, wobei in Klammer Stuttgart heißt eigentlich die deutsche Nationalmannschaft. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir in die Kommentare, welche Formation findet ihr in der Realität angemessen für unsere Nationalelf? Wen würdet ihr spielen lassen? Wer fehlt vielleicht bei der Nominierung für mich? Und das habe ich vielleicht im Intro auch gesagt. Hummels, der muss eigentlich mit. Aber trotzdem, das auf jeden Fall mal zu dem Thema. All eure Meinung, alles, was euch auf dem Herzen liegt, tippt ihr in die Tasten unten rein für die Kommentare, um nichts mehr zu verpassen. Kostenlos abonnieren. Am Sonntag gibt es wieder ein STG Showdown und dann war es das soweit von mir. Also, macht's gut, haut rein, bis Sonntag. Und ja, mehr gibt's eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ciao, ciao.